1-0! Hey! Halleluja! Yeah. Juhu! Rot-Weiß Essen glaubt wieder an den Aufstieg und ärgert sich über die Konkurrenz. Man muss den DFB sich was einfallen lassen. Also das ist kokolorisch ist das. Radprofi Maximilian Schachmann hofft auf eine Impfung für Olympia. Ich hoffe, die erste Impfung nächste Woche zu bekommen. Die Düsseldorfer EG muss ihre Spieler wieder voll bezahlen. Die Jungs haben letztes Jahr auf sehr, sehr viel Geld verzichten müssen. Und der Mitgliederschwund beim Breitensportverein TG Neuss wird immer größer. Wir haben über 1000 Mitglieder mittlerweile verloren. 25. April in Belgien. Beim Radsportklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich ist auch das Team Bora Hansgrohe um Mitfavorit Maximilian Schachmann am Start. Das seit 1892 ausgetragene älteste Eintagesrennen der Welt ist normalerweise ein Zuschauermagnet. Corona-bedingt der Startzielbereich dieses Jahr allerdings abgesperrt. Schachmann hat mittlerweile seine Saisonplanung abgeschlossen. Ja, also wir haben uns entschieden, dass ich dieses Jahr keine Tour de France fahre, voll auf Olympia gehe. Volle Konzentration an diesem Tag aber auf Lüttich-Bastogne-Lüttich. An der Strecke kaum Zuschauer. Die Veranstalter hatten vorher dazu aufgefordert, in Corona-Zeiten das Rennen bitte am Fernseher zu verfolgen. Wenige Kilometer vor dem Ziel setzen sich 5 Fahrer ab, denen Schachmann nicht folgen kann. Der Slowene Pogacar gewinnt, Schachmann wird 9. Schachmann wird im Juni noch bei der Tour de Suisse starten und sich dann auf Olympia vorbereiten. Für seine Teilnahme an den Spielen hat er vom Deutschen Olympischen Sportbund bereits ein Impfangebot erhalten. Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, die erste Impfung nächste Woche zu bekommen, weil das einfach bei mir vom Plan mit der Zweitimpfung nach der Tour de Suisse gut passen würde, falls es halt zu Nebenwirkungen kommt. 30. April. Die Düsseldorfer EG hat die Playoffs verpasst, die Saison ist beendet. Zu Ende geht an diesem Tag auch das Geschäftsjahr im Eishockey. Die Mannschaft hatte in den vergangenen Monaten auf mindestens 60% ihres Gehalts verzichtet. Den Spielern, die weiterhin bei der DEG unter Vertrag sind, steht ab Mai wieder der volle Lohn zu. Wir haben zum Glück jetzt nicht so viele Bestandsverträge und die Jungs haben letztes Jahr auf sehr, sehr viel Geld verzichten müssen. Wir können die Verträge erfüllen, aber es macht es natürlich umso schwieriger, weil für die anderen Spieler dann umso weniger da ist. Aber wir respektieren die Verträge und die Jungs werden ab morgen wieder normal bezahlt. Neuzugänge werden also nicht so viel wie vor der Pandemie verdienen können. Die Planungen für nächste Saison abhängig davon, ob und wenn ja mit wie vielen Zuschauern und Einnahmen gerechnet werden kann. Das ist immer noch ein Problem in der momentanen Situation. Wenn ich heute wüsste, wir können mit Zuschauern planen, so wie wir es gewöhnt sind, kann ich mit einem anderen Etat arbeiten. Und da steckt gerade die große Herausforderung drin. Da sind 3, da sind 4, dann warten wir mal, was der Rest sagt. Ne? Am 30. April wieder Judo-Training bei der TG Neuss, die mittlerweile wieder Sport im Außenbereich anbieten darf. Für jeweils Gruppen von 5 Kindern, die maximal 13 Jahre alt sein dürfen. Okay. Ja, jetzt den Deckel draufschrauben. Die jeweiligen Trainer werden vor jeder Einheit getestet. Die TG Neuss, der große Breitensportverein, hatte vor der Pandemie über 5000 Mitglieder. Gut 20% von ihnen hat mittlerweile gekündigt. Die Stimmung ist, ich sag's mal nett, nicht gut. Wir haben über 1000 Mitglieder mittlerweile verloren. Wir merken auch in unserem Online-Training, dass am Anfang gut angenommen worden ist, weil alle sich ja bewegen wollen. Das geht auch mittlerweile schon gegen Null. Also es verlieren mittlerweile die Lust. Im Kontaktsport Judo kein Kontakt erlaubt. Auf Wettkämpfe, die es seit 14 Monaten nicht gegeben hat, werden die Judokas wohl noch lange verzichten müssen. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr wieder ordentlich vielleicht Judo machen können. Dass wenn wir uns im Herbst impfen lassen können, wir Kinder vor allen Dingen auch, dass es dann auch relativ schnell wieder in den Kontaktsport, wirklich in den Kampf reingehen wird. Bis dahin muss aber noch viel improvisiert werden. Die Judo-Griffe beispielsweise können derzeit nur simuliert werden. Vieles ist auf der Strecke geblieben. Ich glaube, das Hauptaugenmerk lege ich darauf, dass gerade sieht man bei den Kleineren auf jeden Fall, dass die gesamte Motorik sich sogar zurückentwickelt hat. Also man fängt fast wieder bei Null an.
Und man muss natürlich sich auf den Wettkampf so vorbereiten, dass man dann nicht, weil man die physischen Voraussetzungen leider nicht mehr hat, nachher Verletzungsrisiko eingeht. 2. Mai. Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga. Dreimal war die Partie zwischen Rot-Weiß Essen und dem SV Lippstadt bereits abgesagt worden, da es bei Lippstadt positive Corona-Fälle gegeben hatte, die Mannschaft in Quarantäne musste. Im Gegensatz zu den Essenern, die Vollprofis sind, ist Fußball für die Lippstädter nur ein Hobby. Da sie zuletzt 3 Wochen lang nicht spielen konnten, müssen sie nun in den nächsten 4 Wochen 8 Partien austragen. Ja, es ist für uns eine absolute Mammutaufgabe. Wir sind ja Amateurfußballer in Anführungsstrichen in einer Profiliga. Wir haben schon einen Riesenaufwand, den wir betreiben müssen. Wir werden jetzt rein im Rhythmus Samstag, Mittwoch spielen. Aber gut, wir nehmen die Herausforderung an und sind ja froh, dass wir Fußball spielen dürfen. Nach langer Pause, erst wieder wenige Tage im Training, kann Lippstadt zu Beginn noch mithalten. Im Stadion und im Essener Livestream gibt's dann aber die Führung für RWE zu sehen. Der Tabellenzweite braucht einen Sieg, um den Abstand auf den Tabellenführer, die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, zu verkürzen. 1-0! Hey! Halleluja! Durch den WDR-Videotext erfährt zeitgleich Kultfan Glockenhorst vom 1-0. Wir schaffen das! Wir kommen! Halleluja! Ja, wunderbar! Nichtsdestotrotz hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund weiterhin die besseren Aufstiegschancen, auch weil sie Bundesligaspieler einsetzen kann. Das ist unfair. Das ist unfair. Man muss der DFB sich was einfallen lassen. Also das ist kokolorisch ist das. Glockenhorst hat demnächst seinen ersten Impftermin. Mit ihm befreundete RWE-Fans werden ihm dabei behilflich sein. Ja, ich habe jetzt Bescheid gekriegt. Ich habe ja schon immer gesagt, wir sind eine Familie, wir Rot-Weißen. Und bringen mich auch dann dahin. Ja, und wir haben das schon geklärt. Alles, ne? Also ist einmalig. Im Stadion lassen in der zweiten Hälfte die Kräfte des SV Lippstadt nach. Erst seit kurzem aus der Quarantäne hat der Abstiegskandidat den Essenern nichts mehr entgegenzusetzen. RWE gewinnt 5-0 und kommt bis auf 4 Punkte ran an Tabellenführer Dortmund. Noch 5 Spieltage in der Corona-bedingt auf 21 Mannschaften aufgestockten Liga. Während die Essener Siegerinterviews geben, beginnt Lippstadt bereits mit der Vorbereitung aufs nächste Nachholspiel. Ich bin auch froh, wenn es mal wieder nur 18 Mannschaften halt dann in der Liga gibt und man dann wirklich einen Rhythmus Samstag hat. Eine englische Woche ist mal ganz toll, aber ich brauche jetzt nicht jetzt in 4 Wochen 4 englische Wochen, das ist dann schon knüppeldicke. No Sports? Nächste Folge unter anderem mit Jessica Felsner und den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest.